Grüß dich mal, lieber. Hi, grüß dich. Komm rein. Der war. Ah, hier ist eine schöne Opel, jawohl. Ich weiß noch nicht, ist denn der Politik? Ist es schwierig, ich weiß das. Ja, also. Aber in Amerika ist einer Präsident geworden und einer Gouverneur. Ja, also liebe Rüsselsheimerinnen, liebe Rüsselsheimer, ich setze die Reihe Hausbesuche fort und heute aus Königstetten, dem schönen Stadtteil von Rüsselsheim. Und ich bin hier an einem interessanten Areal, da erfahren wir später mehr dazu. Und neben mir sitzt Sam Kayari, eine interessante Persönlichkeit und bis jetzt in unserer Runde Hausbesuche der Jüngste, muss ich auch mal dazu sagen. Ich kann schon mal sagen, es ist ein hochinteressanter Künstler, der sehr viel angeschubst hat in Rüsselsheim. Das wird er aber auch gleich erzählen. Wir beginnen aber am besten mal damit, Sam, dass du einfach mal so ein bisschen erzählst, so vielleicht deine Biografie mal so ein bisschen, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Ja, alles klar. Ja, Sam Kayari, ich bin 42 Jahre alt, also 79 in Rüsselsheim geboren und aufgewachsen. Hatte eine kleine Auszeit von ja, fast 10 Jahren, da habe ich in Mainz gelebt, also nicht so ganz weit weg. Und dann hat es mich dann doch wieder zurück nach Rüsselsheim gezogen. Ich bin ja ganz klassisch, kann man sagen. Ja, Gastarbeiterkind. Mein Opa ist nach Deutschland gekommen. Also ein typischer Rüsselsheimer bist du. Typischer Rüsselsheimer, ja. Und ja, mein Opa, der ist Ende der 60er nach Deutschland gekommen. Dann ist kurze Zeit später dann mein Vater nach Deutschland geholt. Als Kind, mein Vater hat dann bei Opel seine Lehre gemacht, also eigentlich auch so eine klassische Rüsselsheimer Opelaner Familie. Und Opel ist immer noch angesagt bei dir, ne? Genau, ja, das Opel gehört dazu. Und ja, ich bin hier in Rüsselsheim zur Schule gegangen. Welche Schulen warst du in Rüsselsheim? In der Grundschule, da haben wir damals noch in Hasloch Nord gewohnt, auf der Albrecht-Schüler-Schule. Und dann ging meine Reise auf der Immanuel-Kant-Schule weiter. Ja. Und in der Oberstufe musste ich dann aber auf die Gustav-Heinemann-Schule wechseln, weil das die einzige Schule war, die ein Kunst-LK angeboten hat. Okay, und das war natürlich wichtig. Da bekommen wir später noch mehr Informationen, weil Kunst ist natürlich ein ganz großes Ding in deinem Leben. Neben mir sitzt Wolfgang Einsiedel, er ist Hobbyhistoriker hier aus Königstetten und weiß, wie die Vergangenheit, wie die Geschichte sich hier in diesem Stadtteil von Rüsselsheim gestaltet hat. Und die Reihe heißt ja interessante Menschen und interessante Häuser. Und hier weiten wir es etwas aus. Es geht nicht nur um das Haus hier, sondern ich sag mal um das Areal hier. Das hat eine interessante Geschichte, eine sehr interessante Geschichte. Vielleicht fangen wir mal damit an, was denn hier produziert wurde auf diesem Areal. Auf diesem Material. Ja? Ja. Königstädter Hartkäs. Hartkäs aus Königstädten. Das ist. Aber bekannt als Mensa Hartkäs. Ja? Ja, als Mensa Hartkäs. Weil er in Mainz auf dem Markt verkauft wurde, kommt der Name, daher kommt der Name, so wie Tilsiter aus Tilsit oder Edam aus Edam, hat er halt den Namen gekriegt. Und in Königstädten war die größte Handkäserei Deutschlands, da es Handkäse nur in Deutschland gibt, eigentlich die größte Handkäserei der Welt, um es nochmal zu toppen. Ne? Ja. Und bei Größe müssen wir gleich mal feststellen, das hat mich wirklich auch geflasht. Ich wusste, dass die Handkäse existiert, aber wie viele Leute haben hier gearbeitet? So in den Spitzenzeiten ungefähr 100 und hier wurden auch so 10 Tonnen Käse, Handkäse am Tag hergestellt. Das sind ungefähr eine Viertelmillion, also 250.000 Handkäse pro Tag. Und die wurden in ganz Deutschland verkauft, von Bayern bis Hamburg. Aber auch international, gell? Auch international. Es gab mal eine kurze Zeit nach dem Krieg, das waren vielleicht so 10 Jahre, Lieferungen nach USA, nach London, und sogar nach Australien, wo die Frage ist, was war von den Handkäsen noch da, als sie in Australien waren. Vielleicht sind sie auch schon geflogen worden, das weiß ich nicht. Das waren aber dann emigrierte Deutsche, die sich ein Stück alte Heimat nachgeholt haben in ihre neue Heimat.
Und für sie ja einzigartig ist es ja Familiengeschichte. Ja? Und das hat mit ihrer Urgroßmutter angefangen, haben Sie im Vorgespräch erzählt. Ja, meine Urgroßmutter stammt aus Nauheim. Ihre Mutter hat Handkäse hergestellt, wie das damals so war, in so einem Nebenerwerb, neben der Landwirtschaft, hat man die überschüssige Milch zu Matte oder Quark verarbeitet. Das ist das Rohmaterial für den Handkäse. Man musste das halt haltbar machen. Man konnte nicht einfach Nahrungsmittel verschwenden. Und die Milch musste verarbeitet werden, wenn die jetzt mal angefallen ist. Und dann hat sich das so im Laufe der Jahrtausende entwickelt, dass man da draus Käse macht. Und das ist nicht nur einfach Milch, sondern man hat, wenn man den Käse geformt hat, den nachher mit Kulturen bestrichen, damit die schlechten Pilze und Bakterien sich nicht darauf absetzen, weil der Käse schon besetzt ist mit einer guten Kultur, mit einer essbaren Kultur. Und diese Kultur bringt nachher auch in diese Matte, in den Quark, den Geschmack rein, den typischen Handkäsegeschmack. Man kann sich das vorstellen wie beim Camembert, da macht man einen Schimmel drauf, einen essbaren Schimmel, damit der schlechte Schimmel, der giftig ist, sich nicht mehr draufsetzen kann. Der Blatt ist einfach besetzt. Und nochmal zurück zu der Frau, die das in Nauheim gemacht hat. Deren Tochter hat dann nach Königstetten geheiratet und dieses Know-how der Käseherstellung mit nach Königstetten gebracht und war sehr, sehr, sehr erfolgreich. Es gibt keine Bilanzen aus der damaligen Zeit, aber an der Bauentwicklung von dem Käsehaus, das sie gebaut hat, kann man deutlich feststellen, sie muss einen guten Käse hergestellt haben und sie muss auch was von der Vermarktung verstanden haben. Und beides gehört irgendwie zusammen. Leider sieht man jetzt auf diesem Gelände hier das nicht mehr. Die Gebäude sind alle weg und die sind auch zerstört worden. Ja. Das muss man auch sagen. Und das ist natürlich auch für Königstetten ein wichtiger Teil der Geschichte, die man auch hier, wo jetzt der Sam wohnt, sozusagen festhalten muss. Denn es gab die schreckliche Bombennacht 1944. Ja. Und da wurde hier auch an diesem nördlichen Rand von Königstetten alles platt gemacht. Ja, also der Sam wohnt am nördlichen Ortsrand des alten Dorfkerns von Königstetten. Und 1944 haben die Alliierten einen Nachtangriff auf Opel geflogen und haben sich durch irgendwelche Umstände verirrt, einen Wimpernschlag zu lange gezögert. Im schnellen Flugzeug sind 3 Kilometer bis zum Opelturm von hier. Im schnellen Flugzeug ist das passiert. Es war ein Nachtanflug und dann haben sie ihre ganze Bombenlast aus 300 Flugzeugen auf den alten Teil von Königstetten verteilt und die Käserei lag mitten in diesem bebombten Gebiet und von diesem alten Teil von Königstetten ist praktisch nichts mehr übrig geblieben. Standen noch 1-2 Häuser, ein paar Ruinen als Stallungen. Hier auf dem Grundstück von Sam ist ja auch noch so ein Teil erhalten, die man dann als Werkstatt, als Abstellraum, als Unterstellraum benutzt hat. Aber das ist hier keine Brache geblieben, sondern es ist hier was Neues entstanden und auch was wiederum sehr Interessantes. Jetzt gehen wir mal auf das neue Gebäude hier mal ein. Was ist denn hier spannend? Weil es ist in der Zeit gebaut worden, wo man so weit eigentlich meistens noch nicht gedacht hat. Ja, das Haus, der neue Teil von Sams Haus ist 1994 entstanden. Das waren Architekten aus einer speziellen Schule der TH Darmstadt, die sich mit ökologischem Bauen, nachhaltigem Bauen auseinandergesetzt haben. Und die sind schon damals zu der Überzeugung gekommen, man sollte mit Holz bauen, weil das viel weniger Energie beim Bauen, also nicht beim Heizen oder sowas, viel mehr Energie beim Bauen, viel weniger Energie beim Bauen benötigt. Und deswegen haben sie es aus Holz gebaut, das Haus, den neuen Teil. Und dann waren sie auch gegen diese ganz normalen Dächer. Und die haben damals schon ein Gründach eingebaut,
das hochgedämmt ist und das viel Wasser speichert, das dann auch in Zeiten, wo es heiß ist, verdunstet und so das Mikroklima verbessert direkt ums Haus. Tolle Sache, muss ich wirklich sagen. Auch ein schönes Haus, das muss man auch sagen. Ja. Mit dem Holz innen, das sieht ganz toll aus. Eine schöne Gestaltung, hochinteressant und fortschrittlich, sagen wir mal, zu der damaligen Zeit. Ja. Ja, Sam, du bist Künstler. Da drängt sich natürlich die Frage auf, warum bist du Künstler? Was bedeutet Kunst für dich? Und wie hat sich das sozusagen in deinem Leben entwickelt, Kunst? Ja, die Kunst entwickelt. Ich habe schon immer als Kind mich nicht so gern unterhalten und habe aber immer gern gezeichnet. Und irgendwann haben das meine Lehrer entdeckt und haben mich da immer unterstützt und ermutigt. Okay. Und was hast du da gezeichnet? Deine Lehrer, deine Mitschüler oder was hast du da gemacht? Ja, tatsächlich meine Lehrer. Okay. Ja, also Porträts. Ja, so ein weites Karikaturen. die sind auch in der Schülerzeitung gelandet. Ah, okay. Ja, und, das ist schon die ersten Veröffentlichungen in der Schülerzeitung. Okay. Genau, ja. Und ich hatte dadurch auch immer die Möglichkeit, kreative Lösungen schon als Kind umzusetzen. Ja, ich durfte im Englischunterricht eine Buchzusammenfassung in Comicform machen. Cool. Ja. Cool. Anstatt in Prosa. Und das ist auch immer das, was mich so an der Kunst dann fasziniert hat, dass man über die Kunst kommunizieren kann, dass man Dinge relativ direkt kommunizieren kann, aber auch Dinge kommuniziert, die man auf dem zweiten, dritten oder manchmal gar nicht versteht. Mhm. Ja. Okay. Und deswegen war für mich immer Kunst wie eine Sprache. Ja, es ist ein Kommunikationsmittel und die, es war auch immer ein Stück weit für mich auch ein Weg der Integration, um dazu zu gehören. Mhm. Und deswegen waren die ersten Anfänge so ihren Ursprung im Graffiti. Ja. Das waren so die quasi erste interdisziplinäre Arbeitsgruppe, weil einfach so viele unterschiedliche Leute zusammengekommen sind. Man hat sich ausgetauscht, man hat zusammen gemalt und, und so führte immer das eine zum anderen. Gleichzeitig hat mich immer so die Fotografie begleitet. Das fing in der Schule an, da hatten wir noch ein Fotolabor an der Schule und haben in der Dunkelkammer dann auch immer Fotos entwickelt. Und in der Oberstufe war dann für mich auch irgendwie so klar, du wirst irgendwann was Kreatives machen. Und deswegen war auch Kunst eine meiner Leistungskurse. Nach dem Abi war ich dann so ein bisschen lost. Ja, da wusste ich nicht so recht, was ich machen möchte. Nach Drängen meiner Eltern habe ich dann auch erstmal was Anständiges gelernt. Ganz wichtig, was Anständiges lernen. Ja, und bin diplomierter Wirtschaftsinformatiker. Okay. Also, das würde man jetzt nicht sofort erwarten von einem Künstler, ja? Okay. Und aber die Kunst hat mich dann immer wieder doch eingeholt gepackt. Ja, also ich habe jetzt keine klassische Künstlerausbildung, ja, bin jetzt kein gelernter Illustrator oder habe hier am Stiel oder an der Schiene gelernt. Ich habe halt mit Straßenkunst angefangen und heute bewohne ich ein Atelier im Altwerk. Mhm. Da stehen mal so ein paar Stichworte. Artmap, sag da nochmal zwei Sätze dazu. Ja, die Artmap ist eine virtuelle Stadtkarte, die Kunst im öffentlichen Raum in Rüsselsheim aufzeigt. Und dazu gehört, also Kunst im weitesten Sinne, dazu gehören auch Denkmäler, aber auch historische Gebäude, die mit zu
zur Ortsgeschichte. Wichtig ist, dein Atelier ist in Rubel Altwerk. Das ist kein Zufall. Du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, du könntest natürlich auch irgendwo in Frankfurt landen oder sonst wo, aber du willst auch ganz bewusst in deiner Heimatstadt sein als echter Rüsselsheimer. Du willst in Rubel Altwerk sein und das ist auch dein Ding. Ja, absolut. Weil einmal ist das ist Opel, auch wenn jetzt die Firma Opel mit dem Altwerk nicht mehr so viel zu tun hat, ist aber Opel absolut entscheidend für meinen Werdegang. Ja, ohne Opel wäre mein Großvater nicht nach Deutschland gekommen, da wäre mein Vater nicht als Kind nach Deutschland gekommen, er hat seine Lehre dort gemacht. Und deswegen ist das ja schon fast eine Familientradition, jetzt durchs Hauptquartal zu laufen. Und auf der anderen Seite ist es, gehört Opel zur Identität der Stadt und da Rüsselsheim meine Wahlheimat ist, gehört es auch für mich so zu meiner Identität und deswegen bin ich froh, dass das geklappt hat, ja, dass die Motorworld da sehr unterstützend war und mir da auch ein sehr schönes Fleckchen rausgesucht hat im Altwerk und das ist jetzt so mein zweites Zuhause. Damit hast du eigentlich meine nächste Frage schon beantwortet, was Rüsselsheim für dich bedeutet. Da will ich aber direkt nochmal dran anknüpfen und zwar, du hast es jetzt beschrieben, was es mit dir auch mit deiner Kunst, wie das im Zusammenhang steht, aber obwohl du erst 42 bist, der Jüngste bisher in der Reihe, vielleicht bei dir nochmal die Frage, was wäre dein Wunsch, wo sich Rüsselsheim hinentwickelt? Ja? Was wäre dir da wichtig? Wo sind so ein paar Blöcke, die du einschlagen würdest, sagen, das wären so Punkte, da fände ich es toll, wenn sich da mehr tut oder vielleicht da auch weniger? Ja, ich bin kein Freund von so Initiativen wie wir müssen die Innenstadt wieder beleben. Mhm. Sehr stark auf die Innenstadt gerichtet. Das liegt auch nahe, weil in ganz vielen deutschen Städten gibt es halt so ein Innenstadtsterben, aber es liegt einfach daran, dass sich unser Verhalten komplett verändert hat. Pandemie hin, Pandemie her. Unser Verhalten hat sich nur verstärkt. Ja, es hat sich schleichend verändert und wenn ich heute in die Innenstadt gehe, dann gibt es halt einfach kein Geschäft, wo ich einkaufen gehen kann. Ja, das Angebot ist einfach nicht da. Und da bringen auch so Initiativen nichts, weil das Angebot wird dann ja nicht plötzlich vom Himmel fallen. Was ich mir wünschen würde, ist, dass man viel enger interdisziplinär arbeitet. Ja, wir haben sehr viele Kulturschaffende in Rüsselsheim. Wir haben ein sehr starkes Gewerbe auch in Rüsselsheim, ja, so ist es ja nicht. Also auch wenn die Innenstadt nicht der beliebteste Standort ist, passiert ja in Rüsselsheim sehr, sehr viel. Und dass man sich da viel enger verbindet und auch die Kultur wieder, und das ist jetzt leider pandemiebedingt, führt sie ja einfach nur ein Schattendasein. Die Kultur auch wieder mehr ins Leben zurückgeholt wird. Mhm. Und da würde ich mir auch wünschen, dass sich unsere Kulturpolitik auch endlich in eine Kulturpolitik verwandelt und aufhört, einfach nur Finanzpolitik zu sein. Mhm. Ja. Okay, das ist mal ein interessanter Punkt. Eins haben wir so ein bisschen noch vergessen. Das war ja auch eine Phase bei dir, die ich auch sehr spannend fand. Da war ich auch ein paar Mal da im Chausseehaus. Ja. Wenn du das für dich nochmal so jetzt rückblickend nochmal drauf eingehst, was hat das für dich bedeutet? Was war da spannend? Ja, spannend war erstmal grundsätzlich die Idee. Ja. Ich hab das Chausseehaus besichtigt und dann habe ich Vision und ich war damals sehr glücklich, dass Herrn Böbig
dazu bekommen habe, die gleiche Vision zu sehen. Okay. Ja. Und das war so ein bisschen ja, so ein Stück weit Pionierarbeit, ja, ein totgeglaubtes Haus wiederzubeleben. Und du hast ja auch richtig Arbeit reingesteckt, du hast ja die Bude flott gemacht da drin, ja. Ja, natürlich mit sehr viel Unterstützung von Herrn Löwig, aber ich war jetzt auch nicht so der klassische Mieter, der darauf gewartet hat, dass das Gebäude schlüsselfertig übergeben wird, sondern ich war tatsächlich jeden Tag auf der Baustelle, ich habe von der Baustelle berichtet. Allerdings, ja. Und hatte dann ja auch schon so eine kleine Fangemeinde, die aus Alt und Neu bestand. Das war halt auch so das wirklich Spannende und auch so zu experimentieren. Ja, also ich habe ja von irgendwie Techno-Party bis Lesung alles durchgeführt im Schlosserhaus und das in ganz kleinem Raum mit ganz kleiner Ausstattung und alles aus eigener Kraft. Und das war eine wirklich sehr schöne Zeit, der ich auch nach wie vor nachtraue. Aber ja, am Ende des Tages war es halt nicht wirtschaftlich genug. Und das zeigt aber und bestätigt für mich umso mehr, wie wichtig es ist, Kultur auch zu fördern. Mhm. Super, ich finde das auch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Sam Kayari. Vielen Dank, Achim Weidner, dass wir diese schöne Sequenz hier jetzt wieder machen konnten. Wünsche dir weiterhin viel Spaß. Ich hoffe, dass du dich als echter Rüsselsheimer weiterhin einbringst in die Stadtgesellschaft mit deiner Kunst, aber auch mit deinen Aktivitäten. Ich freue mich drauf. Dankeschön. Vielen Dank.